Ja. Und dann bist du einfach reingegangen und hast dann... Zack, McFly. Was geht? Der Tag ist wieder am Start hier. Nach einer längeren Pause, zumindest auf meinem Kanal, für den VR-Gamer-Kanal, habe ich noch ein paar Videos gemacht. Bin ich jetzt wieder zurück und ja, zukünftig konzentriere ich mich darauf, mehr so mit anderen zusammenzumachen, also mit ein paar Kollegen von mir. Und trifft sich ganz gut, weil hier ein paar momentan Ark zocken. Ist schon ein Weilchen her bei mir. Mal gucken, wie ich da zurechtkomme. Ich sehe auch, das ist irgendeine komische neue Karte, glaube ich. Ja, ich join da einfach mal rein und dann mal schauen, was abgeht. Bruh. Okay, klappt doch. Bruh. Was? Willst du mich verarschen? Ey, was für ein Kackspiel. So, erstmal Server beitreten. Dann gebe ich das Passwort ein. Großes B. Genau, dann kommt hier dieser Ladebildschirm mit dem Hinweis unten. Okay, boah, jetzt höre ich auch irgendwie schlecht, was immer. Und jetzt bin ich wieder. Ja. Kann mir irgendwas fehlen? Pass auf, ich bin Ark. Ich kann ja nichts falsch machen sonst, ne? Ich bin bei Ark Extinction drin. Hast du Valguero runtergeladen? Keine Ahnung, wie mache ich das denn? Ich habe Valguero gefunden. Mann, das soll laden. 2 Stunden. Das ist doch gelogen. Ernsthaft? Irgendwann später. Manchmal fickt man und manchmal wird man gefickt. Das ist arg. Okay, ich bin drin. Boi. Ja, willkommen, ey. Mach mal die Map auf und sag mal, wo du runter bist. Map? M? Oh ja. M. Was ist denn mit Zimbusdrachen? Ja, warte. 40. So ungefähr, ja. Auf der Insel? Weiß ich nicht, ob das in. Oh, es kann nee. Sein, ja? Ja, nee, ich weiß schon, du bist da. Oh, da hätte ich eine Hütte. Oh, da ist ein riesiger Dino. Oh, da ist ein toter Delfin. Was geht hier ab? What is actually happened? Of course it happened. I think this... Alter, ich dachte, das wäre so ein kleiner Flugdino. Den darf ich haben. Boah, wie ein geiler Arsch. Ein kleiner Flugdino. Ihr habt mir so einen Drachen hingestellt? Ja. Okay. Wolltest du so einen tollen Drachen? Ja, ja, ich wusste nicht, dass er so riesig ist. Bevor der mich jetzt tötet. Was verliert denn ihr Leben? Oh nein, ich werde angegriffen. Oh nein, ich werde angegriffen. Ah! Ah, helft mir! Drachenarmee! Boah. Das ist krass. Wer ist das? Wer bist du? Hallo? Ja, Johnny. So, okay, das ist jetzt meine Hütte hier. Pass auf, du musst jetzt immer übernehmen. Übernehmen! Dann nochmal drücken. Nochmal E. Auf. Oh. Nice! So ein geiler Schmuck. Wärmt er mich? Ich bin ja nackt. Hey, ganz ruhig, Rudi. Du bist jetzt mein Sklave gleich. 255er Level. Ist der schon frei? Ja. Bitte? Ja, der ist frei. Ja. Oh, geil. Erstmal fliegen. Hätte auch nicht. 240. Boah! Ich hab von 255, Alter. Rechte Maus dafür. Rechte, was passiert dann? Mach einfach. Oh, geil, ey. Kommt mal hier oben.
Nice. Jetzt glaubt mir keiner, dass ich seit 5 Minuten spiele. Nee. Level 1, aber nur was. Geschwindigkeit. Aber komm erstmal her. Gesundheit. Ja, ja, genau. Zeig mir mal noch alles hier. Komm ich hier raus. Das bist du? Ja. Du bist ja ohne Hose, ne? Ja, genau. Immer in das Regal. Das ist ein Regal? Ah, okay. Da sind Wasserflaschen drin. Feldflasche. Oh, oh, schön. Oh, hier ist alles, alles in der. Phänomen. Komm, was kann ich schaden? Kann ich schaden? Und besser, die ist schon drin. Aber eine Wasserflasche würde ich mir gerade gerne nehmen. Ich habe nur eine rausgenommen. Wie ziehe ich mich denn an? Der Rest kannst du eigentlich alles haben, da was da drin ist. Ach, da. Und dann gibt es noch eine versteckte Truhe, da kannst du auch noch Sachen finden. Du musst aber selber finden. Du hast eine Truhe versteckt. Okay, eine versteckte Truhe in meinem Haus. Ja. Mach sie jetzt. Ich dachte vielleicht unter dem hier. Die Hütte ist ja gar nicht so groß. Wo hast du denn hier eine Truhe versteckt? Ja. Doppelte Wand. Da müsste ich eigentlich mal rausgehen, um das zu sehen, ne? Boah, der kann ja richtig gut springen. Das sieht so schlecht aus, was er gerade macht. Ich hab gerade gefallen. Ne, es sieht nicht nach doppelten Wänden aus. Wenn du es gefunden hast, dann lass dich kaputt. Wie dumm das eigentlich war, dass du jetzt so lange dafür gebraucht hast. Ja. Ich hab schon lange gefunden. Ich war ein bisschen enttäuscht, echt. Ich hab lange dafür gebraucht. Hä? Ich bin wirklich stumm, oder? Kann die hier oben sein? Guck mal hier. Was ist denn das? Doch irgendwas mit doppeltem Boden. Wie kann ich kriechen? Das ist schlagen. B. B? B. Ja, okay. Was geht? Ah, was hast du hier gebaut? Ah! Ah! Was ist das? So ein kleiner Affe. Hier ist so ein kleiner Affe drin. Oh, ich glaube, mein Drache geht raus, keine Ahnung. Was ist denn jetzt passiert? Was habt ihr gemacht? Knicklichtwaffe, nice! 20 Stück. Ja, Thomas hat mich angegriffen. Eine Schere? Ah, hier kommt ein Dingens. Eine Angel. Agi. Kamera? Ja. Ein Schwert. Das ist kein Agi, das sind die Dinger, die einfach nur aus dem Park kommen. Okay, geil, geil, geil. Habe ich hier so ein Versteck? Lass ich auf jeden Fall. Ich hab dich auf jeden Fall in den Tribe eingeladen. Oh, es geht. Du hast mich eingeladen? Ich bin gerne. Zutreten. Im Inventar. Ich bin tot jetzt, danke. Was? Du hast mich getötet. Nee, Johannes hat dich angezündet, ich nicht. Achso. Oh, ich hab aber eigentlich nur versucht, den Vogel aufzufangen. Oh. Ey! Alter! Nee! Ey! Kommt da so ein Sabertooth? Aber du kannst dich jetzt in dem Bett hier respawnen. Du bist jetzt im. Da ist ein Bett. Wieso ist das jetzt ein Zimmer? Ich sag doch, da kommen einfach Viecher reingespawnt. Ja, das musst du mal kontrollieren. Ich weiß nicht, wo der herkam. Der hat mich ziemlich überrascht. Du kannst ja aber in dem Bett wieder respawnen hier. Ja, ich bin schon wieder da. Ich weiß noch nicht, wo ich hier bin, aber ich bin da. Kann ich die Viva irgendwie rufen, so pfeifen? Nee, du musst einfach die Treppen runter. Was ist, wenn ich hier runterspringe? Du bist wahrscheinlich tot. Aber wenn ich rechtzeitig drücke zum Aufsteigen. Ja, du hast ihn weggetragen. Ah, nein, jetzt bin ich doch runtergesprungen. Ah, ich bin zu doof. Wenn ich jetzt zu Thomas gehe, mich in den Teleport stecke. Stelle. Ja, dann geh zu Thomas. Tauschen wir dann? Ja. Etagebett. Guck, da ist ja Platz für zwei. Ja. Und eine. Warum hast du das so gemacht, dass man sich immer bücken muss? Boah, das sieht übrigens gefährlich aus bei dir. Ist das, du musst jetzt kurz in den Modus reingehen, ne? Das ist der Teleporter, ne? Okay. Ich stelle mich jetzt mit Thomas auf den Teleport. Bist du ein Känguru? Wir haben eine kleine Stange, die da drin ist.
Da musst du drauf drücken, dann müsstest du. Ah ne, der Zimmer kannst du nicht teleportieren. Ja, Sekunde, warte, ich mach das jetzt nochmal. Achso. Ja. Und dann bist du einfach reingegangen und hast dann. Nee, ich hab auf Arc Wiki gesucht, was diese Blueprint ist. Gif Engramm. Thomas? Ich brauche Hilfe! Oh nein! Du brauchst Hilfe? Das Känguru hat deinen Teleport abgerissen! Was? Das Känguru reitet hier drauf rum, jetzt ist der Teleport verschwunden! Ey, ich hab's auf Video sogar! Aber ich hab auch vorher diesen Stab aus Versehen abgerissen. Weil ich dachte, abreißen heißt halt. Nee, du abreißen. Hast das nicht kaputt gemacht, sondern du hast das Ding abgerissen, du Idiot. Ach, ist das direkt der ganze Teleport? Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt so viele Rohstoffe, ich kann mich nicht bewegen. Oh. Oh Mann. Ich will dir jetzt auch nicht wegwerfen, ne, damit du es neu bauen kannst. Ja, ich komme. Ja. Dauert halt jetzt ein bisschen. So. Musst du mir da was zeigen? Ich? Ja. Weil ich glaube, sonst mache ich mal kurz aus und komme doch rüber. Ja, dann komm mal kurz rüber. Ist, glaube ich, doch chilliger. Ja. Alles klar. Dann, bis gleich. Ja, so kann man lassen. Alles klar, okay. Da wollte ich erstmal den Base bauen, diese Höhle. Ja, die sieht schon ziemlich verdammt aus, aber. Ich hatte aber das Problem, dass ich mir gedacht habe, das muss ich auf jeden Fall aufziehen, machen, um die Viecher nach oben zu kriegen. Du hast ja nicht so eine geile Fläche, ne? Ja, da oben geht's schon, aber du kommst halt da super schwer mit deinem Minus raus, ne? Wenn du nachher. Weil ich starte mit zu sehen, sind die. Oben diese Plattformen da auf diesem Kalkfelsen sind schon ganz geil. Geht man noch ein Stück weiter, dann nach der Nation. Da kommt jetzt noch mal ziemlich geile Ecken. Wo ist denn Thomas? Hinter dem Wald. Im Wald? Achso, nee. Ungefähr da, wo dieses Plateau oben ist, aber unten. Dieses Plateau da. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ach, da oben, das stimmt. Da kannst du natürlich auch mal gucken, da hab ich noch gar nicht. Thomas ist hier irgendwo. Ah, okay. Oberhalb von dem See. Also ich bin nicht super weit weg auf jeden Fall. Nee. Ja, versuche ich auch jetzt in der Nähe zu bleiben auf jeden Fall. Okay, das Plateau sieht ziemlich sexy aus. Das böse Linus. Da unten sehe ich gerade nichts, da ist ein Raptor. Den kannst du auch noch ein kurz platt machen. Könnte sogar ein Einwohner sein. Ist nicht so wendig, ne? Doch, weil der Surprise, Maus ist Motherfucker! Oh, Power! Wow! Boah, ein Rocko-Rim! Ja, warte mal, das ist aber meine Basis hier. Was mach ich denn jetzt? Warte kurz, der wird jetzt gleich wieder zum Stein. Ach was, das ist ein richtiger Fels einfach. Ja, da musst du übrigens aufpassen, wenn du da Stein abbauen willst. Was für ein Pisser. Deswegen sagte ich ja, so heute Aufgabe, die lasse ich einen zählen. Die sind ja nämlich ohne Ende. Da kann man die gerade zählen. Steht zumindest im Art Wiki. Das ist einer der wenigen, die. Was bist du? Das ist eine Motto. Guck mal, das Schaf. Boah, das Schaf ist übelst stark. Friss das mal, das gibt übelst gutes Fleisch. Noch mal reinbeißen. Ja, Kängurus, du machst keinen Teleporter mehr kaputt. Okay, aber ich will nicht mit diesen Steinmonstern da sein. Die sind da viele unterwegs. Da unten ist Thomas, da von dem See rechts aus. Die Ecke ist auch echt auch ganz schön hier. Ja, kannst du Wasser? Kann ich Waldbrände verursachen? Ja, aber ich glaube nicht so mit dem Drachen.
Genau, ich muss erst den Öl ausgießen. Okay, schau mal her, ihr fühlt euch ein bisschen stark hier, oder? Ich müsste eigentlich hinten mit deinem Rock. Greift ihr Jan? Ja. Ich lande immer, wenn ich mit dem Kette. Ja, das war auch so. Greift ihr den so an? Ja, wenn die grüne Zahl kommt. Geh ein Stück zurück, geh ein Stück zurück. Die grüne Zahl ist es. Die 349 aus deiner Kette. Da, jetzt hast du ein Allosaurus gehört. Die Dinger auf jeden Fall aufheben. Gehören. Solche Sachen immer aufheben. Allosaurus hören, T-Rex-Arm und ich weiß nicht was noch. Argentavis-Krallen. Ja, die brauchst du zum Beschwören nachher. So! Was bist du denn für einer? Was denn? Nein! Oha, der 150. Alter! Ist ja passiv der Sache, ja. Ja, ich glaub schon. Verteidigt sich nicht. Scheiße. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, fertig gebaut, ne? Dann zeige ich mal meine Basis. Gibt's auch, oder? Ja. Eine sehr schlichte Hütte hier gebaut. Hier Verbindung zum See. Zum Sieg. Ja. Und der Seilrutsche runter. Da bin ich flott hier bei Thomas. So, ich bin auch gut ausgestattet. Ich gehe jetzt auf Abenteuer. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen Drachen verliere? Oh, okay. Oh, der ist aber Level höher. Der wird jetzt absteigen, ist gut. Ich flieg mal zu diesem Strahl. Und da ist wieder ein wow! Wasserglas. Dankeschön. Soll ich ihn nennen? Wen? Hat auch wie gar keinen Namen? Nee, mein Name nicht. Ist das weiblich? Ist weiblich oder männlich? Ich bin vorher oder das Buch. 20, männlich, okay. Dann bist du. Bob? Bob? Oder hast du mehr ohne Änderungen? Bob Ross. Bob Ross. Komm her, Bob Ross. Es gibt keine Hügel mehr. Was? Oder ja. Hast du das? Polymer könnte ich mir gebrauchen. Da hab ich jetzt einiges von. Die. Das läuft jetzt doch ab. Kannst du Gelanzüge ausmachen. Deswegen wollte ich wissen, wo die sind. Oh, heute zu mir, ne? Hätte man da Sachen rausziehen können? Hab ich Sachen bekommen von denen? Ja, ne, aber ein Wacher hier. Achso, der Wacher. Oh, nein, ist ein Scheiß. Okay, wo fliegst du hin da? Ich will da gucken, wo hier muss irgendwo ein bisschen. Ja, das ist klar. Schlucht sein. Eine Schlucht. Das war auf der Map ganz oben rechts. Ganz oben rechts. Das ist, wenn ich aus der Map fliege. Das ist nicht gut. 84. Ja, du bist ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch musst du. Nach rechts. Jetzt sind sie weg. Jetzt auf einmal sind sie weg. Nein. Ging jetzt gerade nicht hier oben durch. Links. Ja genau, du fliegst eigentlich genau rein gerade. Du fliegst genau rein, was du liegst. Das ist nicht mehr. Dein Draht ist gleich weg, das sagst du jetzt schon. Die da? Die ging doch da oben. Die fliegen sogar. Da oben saß noch welche, glaube ich. Nein, da unten waren 1000 Füßler da. 1000 Füßler? Wie groß ist denn der? Ja komm, dann lass die jetzt angreifen. Ich bin auch noch auf dem Weg. Moment. Oha, das sind 5. Das sind 5? Oder bist du schon mittendrin? Alter, nee. Ich bin ja nicht. Nee, die machen gerade eine Adlerbrett. Hast du ein Fernrohr dabei zufällig? Nicht? Nee. Weiß ich auf, was du vor. Oh, hier ist eine fette Burg. Das könnte nicht ein Drache kosten. Was ist in der Schlucht? Da sind wahrscheinlich irgendwo ist hier wahrscheinlich das Nest von den Drachen. Da musst du das Ei klauen. Die kannst du eigentlich nur ausbrüten. Meinst du, die greifen jetzt an? Die sind doch eigentlich Freunde. Nee, das sind absolut keine Probleme. Ja, aber jetzt habe ich. Aber ich würde gerne. Eigentlich würde ich gerne erst wissen, wo das Nest ist.
lass mal versuchen. Du meinst, ist er weiter oben oder? Da unten fliegt aber auch noch einer drin rum, ne? Ja, ja. Den meinte ich bestimmt. Oder meinst du, das Nest ist wieder. Die fliegen immer weiter weg, ne? Eben waren die da, wo Alter, ich. Alter, wie viel sind das bitte? Das sind super viele, Mann. Was fliegt da alles rum? Alter! Was? Alter! Okay, nein, das lassen wir. Okay, du weißt, wo das Nest jetzt ist. Aber wenn ich jetzt einfach unauffällig da. Das ist eine Höhle! Das ist eine Höhle! Warum ist eine Höhle? Okay. Alter, wie willst du das? Du bist schon schaffen, nah dran eigentlich an denen, ne? Die beschimpfen uns nämlich noch hier. Und kommen wir mal kurz gucken. Ich weiß nicht, ob du das überlebst, weil ich glaube eher nicht. Dann meinst du, das unten ist was? Ich gehe jetzt erstmal, ich gucke jetzt erstmal hier unten. Hier ist doch was. Hier ist ein Nest. Wo bist du? Bist du jetzt unter mir? Ich weiß halt nicht, auf welchen Dingen du fliegst. Ich kann da nicht landen. Aber ich bin hier bei dem Nest. Ah, das ist nicht Johannes! Oh Gott. Ich bin so erschrocken. Ah, was ist das hier? Der Frostkönig. Ah! Ich bin viel zu nah dran. Was ist denn da los? Kenn ich irgendwelche coolen Moves? Boah! Ist ja lieber Game of Thrones hier. There's dragons! Can you see him? You can add the dragons, right? You can add the throne and we're gonna just add that in. Ich weiß nicht, ob ich hier verliere. Nee, ich verliere. Oh fuck, da sind voll viele hinter dir, Mann. Nee, nein, ich bin der andere. Ja, die fliegen alle hinter dir her. Nein, ich bin der andere. Okay, dann sollen wir den angreifen, dann drehe ich mich um. Okay. Ah, oh, ich hab drauf geschossen, jetzt gibt's keinen Weg zurück. Ja, ich bin auch dabei. Ich weiß nicht, welcher ist. Seid ihr beide da? Ja, ja. Du kannst mich aber nicht verletzen. Alles klar, ja, ja, hast du mir gedacht, kannst du den mir anlegen. Ist das. Soll ich euch was Lustiges erzählen? Ich hab's eingeklaut. Du hast es eingeklaut? Ja, klar. Nice. Die Pfeifen, ey. Ist der immer noch hinter mir her? Das wird gleich erstmal ausgehen. Muss ich mal in Ruhe lassen? Ja, verlierst keine. Doch, du kriegst Schaden, aber nicht viel. Ja, das Problem ist, dass wir für die Attacke müssen immer wieder die Ausdauer einsammeln. Ja. Der war eigentlich auch, sonst wäre es voll unfair. Naja, guck mal, wie viel der schießen kann. Ich bin da 3 Schuss, bin ich im Arsch. Oh, der ist aber im Blut, oder? Ja, aber wer weiß, wie viel Ausdauer der auch hat. Ihr könnt ihn aber auch in der Luft mit der normalen Beißattacke anwerfen, ne? Ah! Ist tot, ne? Mhm. Ah. Ich muss ganz mal ausruhen. Hey! Wo ist er? Ist tot. Level 268 hatte der. Ich will wissen, was der droppt. Wyvern Milch vielleicht oder so. Ich bin auf jeden Fall Level gestiegen. Ich habe auf jeden Fall das Ei geklaut. Wo sind denn der jetzt Korps? Wo ist der denn hingefallen? Ich weiß jetzt, wo das ist. Habt ihr den schon gefressen? Zimmer hat den gefressen, ja. Was hast du denn? Müssen wir gleich mal gucken, was in dem Drachen drin ist. Oh, hier kommt noch einer! Hier ist noch einer! Fuck, Alter! Ich hab. Echt? Wow, oder was? Ja, der ist übel stark und spielt viel zu schwer gerade. Ich kann nicht mehr. Alter! Spielen. Könnt ihr mir bitte helfen? Der geht sich übel. Könnt ihr mir bitte helfen? Der macht 700 Schaden, Alter. Das ist die Mutter. Du hast das Ei. Lass das Ei liegen. Ja, ohne Scheiß. Das ist bestimmt die Mutter mit dem Ei. Ich weiß nicht, was ich droppen. Blutet schon. Ist gleich tot. Da geht er down, oder? Ja. Ich will den lösen. Ja, lass los. Ich guck jetzt nochmal im Himmel, ob noch einer kommt. Ich höre erstmal. Nee, Jungs, hier, ich. Hey! Hey, hey! Jetzt geht weiter kämpfen! Ohne mich! Oh Gott, das geht doch nicht gut aus. Der kämpft. Ah! Was bist du? Ach du Scheiße! Das ist Rex! Helf mir, Bob! Bob, helf mir! Ach du Scheiße! Der, das Spiel jetzt. Boah, was? Nein, fuck, wir müssen mit dem hier bleiben. Ich bin gestorben. Für den Drachen, ich nehme ihn mit. Aber wir müssen jetzt kurz. Ja, wir müssen jetzt kurz. Jetzt wie bei Robert, der wird mir das. Da müsste Blurat noch sitzen. Mhm. Ja, dann warte ich einfach mal hier, dass du mich wieder abholst. Den Drache ist schon. Wir sind doch schon hier bei dir. Ich muss jetzt super langsam ganz schnell laufen. Der Drache steht unter Bronto. Okay. So, wo bist du?
Ich versuche einen Weg rauszufinden. Komm mal her. Nämlich hier. Ja, kannst du nehmen? So, du läufst jetzt noch eine Treppe runter. Und dann hinten aus dem hier die Treppe runter. Du hast also hier so ein Tino gefangen? Nee, ich hab den getötet. Ah. Und dann kannst du dir mit so einem Teil, kannst du die Haut von dem holen, kannst du ihn ausstopfen. Ich meine, den, der da lebt. Der lebt doch hier, oder? Warum ist der Brotto da? Achso, der gehört gar nicht dazu. Doch, der ist gezähmt, aber ich weiß nicht, warum der hier steht. Der steht da. Ich dachte, der ist ein echter, so platziert ist der einfach. Schlangenkopf. Danach kommst du wieder auf diese mittlere Ebene, wo wir gerade waren. Boah, was? Guck, wie riesig das ist, Thomas. Zu kalt. Zu kalt. 15. Ja, du musst warm machen, ne? Wie machen wir uns warm? Eben. Das ist einfach viel zu schwer. Problem ist allerdings, das machen wir draußen. Ich wollte sagen, wir müssen das ja hier nicht raus. Gute Idee. Alter! Oh! Du hast mich gerade fast runtergebrochen. Kannst du ein bisschen anders platzieren noch, wenn du es hier einfach mit dem ein bisschen zur Seite. Der ist ja mega ungelenkig. Jetzt geradeaus gehen, geht aus geradeaus. Aber so bleibt einfach stehen. Der soll das bewachen. Bleibt stehen. Guck mal, das könnte dein Ei sein hier. Wow. Dein Ei könnte das sein. Weißt du, wir wurden von 200er geht man das Ei ran. Was für ein Level die Eltern haben. Ja, 15, 15. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Das Spiel lügt uns an. Okay, du leitet das aus. Warte. Ist das aufgenommen? Ja, ich wollte eigentlich. Hä, hey, was hab ich jetzt gerufen? Warum laufen wir eigentlich alle nackt hier rum? Wo liegt das denn jetzt so scheiße da? Das ist okay. Liegt denn jetzt das Ei eigentlich an die Fackel? Was liegt denn da? Ist das Ei am Fuchsen? Warum hast du das denn jetzt wieder hochgehoben? Hab ich das genau? Ich hab das nicht mehr, Zimmer das. Ich war das aus Versehen, sorry. Jetzt geht doch mal auf Seite, damit ich die Fackel sitzen kann, Leute. Das ist was. Dann nimmt es einfach immer jeder, nimmt das einfach mal auf. Hast du das jetzt gegessen? Ja, mit E. Ist das mit E? Ist das jetzt weg in der Mitte? Du hast das nicht ernsthaft gegessen. Ich hab die ganze Zeit bis jetzt so gebaut und da muss ich eh drücken. Oh nein, du hast das nicht ernsthaft gegessen. Ja, ich hab Viva-Lei gegessen. Ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, ey. Alter! Das ist nicht in sein Ernst. Das hast du nicht echt gemacht. Ich höre nur. Boah, dieses Geräusch gerade. Ich dachte, das ist nicht sein Ernst.